Und da sind wir auch schon wieder mit Assassin's Creed 2. Jehaha! So. Dann geht's auch schon weiter. Oh, ne Kiste, ne Kiste, ne Kiste! Vierhundert, ne? Das ist ja was. Ich überlege gerade noch, ob wir shoppen gehen. Au! Das war nicht gut. Bist du gleich mal einen Arzt aufsuchen? Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. So. Erstmal direkt heilen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Medizin haben. Erholung und alles sollte wieder gut sein. Ist aber auch egal. So, und wir könnten mal wieder Rüstung kaufen. Wir haben ja genug Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ja, wer kennt's nicht, ne? So, da vorne haben wir auch schon einen. Boah. Erstmal reparieren. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. Sonst dauert es einen Moment, bis ich da wieder reinkomme. Das ist ein Dieb. Den holen wir uns jetzt aber nicht. So. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist doch ganz nett. Ja. Schickt mir eure Freunde. Okay, und dann könnten wir ja eigentlich schon wieder weiter. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wo müssen wir denn hier rein? Müssen wir wieder hochklettern? Nö. Ich glaube nicht, oder? Na, hier geht's rein. Sehr schön. Und dann müssen wir... Das ist so ein Dieb, sehe ich gerade. Vielleicht kriegen wir den. Du hast da noch Geld von mir. Ich bekomme dich wohl. Oh. Ja, jetzt warte mal, bis er hochkommt. Schritt zur Seite, so. Ja. So, was hast du denn dabei? Zeig mal. 500, naja, gut. So, jetzt können wir die hier anquatschen und weiter geht's. Ciao, bello mio, come stai? Bist du schon wieder zurück? Desolato, mia cara, aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen, es ist dringend. Antonio, Ezio ist hier. Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Solche Sauereien hier. Okay. Diese Sache mit dem Dogen. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht.
Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. So, bist du fertig? Sehr schön. Gut. Und dann werden wir uns mal zu dem Ziel begeben. Und wir schauen uns da gemeinsam sozusagen an, wie wir ins Gebäude kommen. Nehmen wir uns gleich mal hier ein paar Mäuschen mit, falls es Probleme gibt. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden, jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Hier lang. Da oben ist noch ein Aussichtspunkt, okay. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Dann klettern wir erstmal hoch. Müssen wir überhaupt hoch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Ach, wir laufen einfach mal ganz normal unten lang. Kann uns ja keiner was anhaben, wenn wir nicht diese rote Schwelle übertreten, wie ihr auf der Karte seht. So, hier können wir hoch. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Was macht denn der da unten? Und wir sind oben. Ich glaube, wir holen uns zuerst mal den Punkt. Ach, schön sieht's aus. Schön, schön, schön. Ich kann es immer wieder sagen. So, weiter geht's. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Und damit wieder runter. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt mit runterspringt. Werden wir gleich sehen. Nö. Okay, der klettert runter. Das kann eine Weile dauern. Gehen wir uns dabei mal die Kiste hier drüben holen. Was soll das? Was soll das denn? Oh, das hat sich ja gelohnt. Fast 1000. Und auf zum nächsten Ziel.
So. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Na, so ein Zufall. Da versuchen wir mal unser Glück und klettern mal hoch. Seht nur. Er wird sich da will aber irgendwie bringen. Nicht hochklettern, deswegen muss ich mal hier zur Seite. Jetzt klappt's. So. Jetzt befinden wir uns im Sperrgebiet. Es ist also jetzt etwas gefährlicher. Da gab es doch mal so einen schönen Trick. Irgendwie nach hinten springen oder so. Und da sind wir eigentlich schon oben. Ja. Jetzt noch zum Punkt laufen und das war's. Oh, was haben wir denn da? Ein Zaun. Das ist natürlich super. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signori? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht. Ich wollte wirklich nicht, ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Los geht's. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Denn wir erinnern uns ja, er hatte so einen schönen, ja, ein Fluggerät gebaut, sag ich mal. Die Frage ist, ob er es bis jetzt fertiggestellt hat. Aber das finden wir gleich heraus. Verbotene Zone für dich. Instandhaltung des Arsenale zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lese die Verbindung. Aber ist auch schön, da können wir mal wieder unseren Freund Leonardo besuchen. Ich kann es nicht glauben, Oberklotz. Meiner Meinung nach machen wir das viel zu selten. Zum Joker zu gehen. Lass mal hier hoch, da sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Ach, scheiße. Natürlich ist hier ein Fluss wieder zwischen uns und dem Ziel, nehme ich mal an. Naja. Ein bisschen schwimmen tut auch gut. Hält fit, ne? So, aber wir werden es auf jeden Fall erst in der nächsten Folge sehen, was denn so bei Leonardo passiert. Seid auf jeden Fall gespannt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht.